Es gibt viele überwältigende Naturphänomene in der Welt und selbst der Boden unter unseren Füßen ist Veränderungen unterworfen. Von menschenfressenden Hohlräumen bis hin zu hüpfendem Boden, bereite dich darauf vor, von Orten überrascht zu werden, an denen sich die Erde seltsam verhält. Nummer 10. Verflüssigung. Am 11. März 2011 ereignete sich im Nordosten Japans eine verheerende Naturkatastrophe. Das Erdbeben traf den Nordosten Japans, verursachte weitreichende Schäden und löste eine Reihe von massiven Tsunamis aus, die die Küstengebiete dezimierten. Das Erdbeben gilt immer noch als einer der stärksten seismischen Schläge, die jemals aufgezeichnet wurden, aber die Bewohner der Bucht von Tokio im Süden Kanto erlebten noch ein weiteres bizarres Phänomen. Die Menschen auf der Shoppers Plaza im Vorort Urayasu sahen zu, wie Teile des Innenhofs sich zu heben begannen, als sei ein schlafender Gott unter der Erde geweckt worden. Der Bürgersteig knickte ein und dunkle Flüssigkeit begann aus riesigen Rissen auszutreten. Das matschige Schlammgemisch bedeckte innerhalb von Minuten den Hof, während Gullideckel aus dem Boden gedrückt wurden, Wasserleitungen platzten und Strommasten zu stürzen drohten. Dieses bizarre Vorkommnis ist wissenschaftlich als Verflüssigung bekannt, die auftritt, wenn intensive Vibrationen dazu führen, dass Bodenpartikel unter der Erde den Kontakt zueinander verlieren und der einst feste Boden in einen verflüssigten Zustand übergeht. Da die Bucht von Tokio seit dem 17. Jahrhundert auf wiedergewonnenem Land aus dem Pazifik gebaut worden war, wurde der vom Boden der Bucht ausgebaggerte Boden während der seismischen Aktivität leicht gelockert und verflüssigt. Als sich die Oberfläche verlagerte und absank, stiegen Wasser und Schneematsch auf und verbreiteten den Schlamm meilenweit und richteten in den umliegenden Gebieten verheerende Verwüstungen an. Nummer 9. Gesättigter Boden. Die Arbeiter auf dieser Baustelle trauten ihren Augen kaum, als sie bei der Arbeit ankamen und den Boden unter ihren Füßen sahen, der sich wie eine aufblasbare Hüpfburg verhielt. Trotz seines konventionell trockenen und bröckeligen Aussehens wackelte der Boden wie ein mit Wasser gefüllter Ballon, als der Bagger versuchte, sich unter die Oberfläche zu bohren. Der Grund für dieses seltsame und wunderbare Ereignis wurde auf einen früheren Hausbesitzer zurückgeführt, der ein altes unterirdisches Becken mit Lehm gefüllt hatte, ohne das restliche Grundwasser ordnungsgemäß abzulassen. Obwohl es im Laufe der Zeit verdichtet wurde und sich absetzte, wurde das lockere Boden-Lehm-Gemisch mit einem bereits hohen Feuchtigkeitsgehalt durch die Ankunft der schweren Maschinen, die die Erde unter ihrem immensen Gewicht verdrängten, gestört. Das Lösen dieser unsachgemäßen Verfestigung von Ton und Erde führte dazu, dass sich die Partikel gegenseitig abstießen und durch einen Prozess der Übersättigung mit Wasser gefüllt wurden. Das Ergebnis ähnelt dem Effekt, der erzielt wird, wenn man Sand und Meerwasser in einem Eimer am Strand mischt, da der feine Schlamm die Feuchtigkeit absorbiert und bei verschiedenen Belastungen wie Schütteln vorübergehend einen verflüssigten Zustand annimmt. Um ein festes Gleichgewicht wiederherzustellen, sollte mehr trockene Erde hinzugefügt werden, um die Erde wieder zu verdichten. Aber diese Jungs sehen aus, als hätten sie viel zu viel Spaß. Nummer 8. Atmender Wald. Im Oktober 2018 teilte ein verblüffter Twitter-Nutzer ein unheimliches Video über einen Waldabschnitt in Quebec, der wie ein schlafender Riese zu atmen schien. Das Filmmaterial verblüffte Menschen auf der ganzen Welt, da es von Millionen von Menschen online geteilt wurde, die eine logische Erklärung verlangten, neben der Tatsache, dass Godzilla vielleicht doch nicht so fiktiv ist. Schließlich beruhigte The Weather Network die Gemüter, indem es verkündete, dass der Boden, der auf diese Weise zum Leben erwacht, gar nicht so unmöglich ist, wie es scheint. Der Baumchirurg Mark van der Wouw erklärte, dass die Illusion des Ein- und Ausatmens weniger mit dem Sauerstoffverbrauch der Natur durch Photosynthese als vielmehr mit der beeindruckenden Kraft von Mutter Natur selbst zu tun hat. Wenn alle richtigen Elemente aufeinander abgestimmt sind, kann dieses meteorologische Phänomen während eines heftigen Sturms auftreten, wenn die starken Böen versuchen, die Bäume umzuwerfen. In einem besonders sumpfigen Gebiet oder nach einer Periode heftigen Regens kann der Boden, der das verwobene Wurzelgeflecht der Bäume umgibt, durch Feuchtigkeit übersättigt und leicht zu stören sein. Dieser gelockerte Boden bedeutet, dass die Bäume, wenn sie sich im Wind wiegen und neigen, mit ihrer großen Kraft an ihren Wurzeln ziehen, sodass der moosige Waldboden aussieht, als würde er atmen. Nummer 7. Verschwindender Strand. Inske Point, nahe der Küstenstadt Rainbow Beach in Queensland, Australien, ist ein beliebter Touristenort, der 2018 in die Schlagzeilen geriet, nachdem ein großer Teil der sandigen Küstenlinie plötzlich ganz verschluckt wurde. Nur einen Tag zuvor war der Strand von Urlaubern und Spaziergängern bevölkert worden, die das Wetter ausnutzten, aber in den frühen Morgenstunden des Montags, 24. September, öffnete sich ein mysteriöses Loch, als die plätschernde Flut begann, die Erde mit einer alarmierenden Geschwindigkeit zu verschlingen. Videos des bizarren Ereignisses
Ereignisses zeigen ganze Sandabschnitte, die in den Wellen zerbröckelten, während die Menschen staunend zuschauten, und als das Loch die Baumgrenze erreicht hatte, war es schätzungsweise etwa 200 bis 300 Meter breit. Experten bezeichneten das Phänomen als küstennahen Erdrutsch, der plötzlich aufzutreten schien, nachdem eine unbekannte Periode der Erosion unter der Erdoberfläche die Bruchgrenze erreicht hatte. Ein ähnlicher Vorfall wurde 2015 im gleichen Gebiet registriert, als ein massives Loch vor der Küste von Rainbow Beach Zelte, ein Auto und sogar einen Wohnwagen verschluckte. Aufwühlende Gezeiten schwächten die unteren Bodenschichten, bis die allmähliche Erosion ausreichte, um einen verheerenden Dominoeffekt auszulösen, der es der Flut ermöglichte, die Ufer wegzureißen. Den Besuchern wird nun geraten, sich fernzuhalten, und der Fall des verschwindenden Strandes beweist, dass man die wahre Kraft der Natur niemals unterschätzen sollte. Nummer 6. Senklöcher. Ein Erdrutsch in der Nähe der Küste ist beängstigend genug, aber nichts ist vergleichbar mit dem Schrecken eines riesigen Erdfalls, wenn der Boden plötzlich nachgibt und alle Autos, Menschen und sogar ganze Gebäude in der Nähe mit sich reißt. Erdfälle können fast überall auftreten und Tausende von Metern breit sein, und die Welt wurde in den letzten Jahren von diesen albtraumhaften Naturkatastrophen heimgesucht. Als Karstgelände eingestufte Landstriche, die aus löslichem Grundgestein wie Kalkstein oder Gips bestehen, sind anfällig für Erdfälle, da die Wassererosion die Erde aushöhlt und an der Oberfläche nur eine gefährliche einstürzende Erdschicht zurücklässt. Ein erschreckendes Deckelkollaps-Sinkloch entsteht, wenn sich das unterirdische Loch auf eine Größe ausdehnt, die größer ist als das es bedeckende Sediment, wodurch der Boden plötzlich in die darunterliegende Leere fällt. Im Jahr 2010 öffnete sich in Guatemala-Stadt ein verheerender 20 Meter breiter und 30 Meter tiefer Krater, der eine dreistöckige Fabrik verschluckte und 15 Menschen tötete. Obwohl überschüssiges Grundwasser aus dem Tropensturm Agatha und ein Leck in einer örtlichen Abwasserleitung für diese besondere Katastrophe verantwortlich gemacht wurden, zeigen Untersuchungen auch, dass die Welt durch menschliche Aktivitäten mehr Erdfälle erleidet, da große Baustellen dazu führen, dass sich Regenwasser auf unebenem Boden sammelt. Das größte derzeit bekannte Erdfallloch ist als Xiao Xia Tiankeng oder Himmlische Grube in China bekannt, die Berichten zufolge über 600 Meter breit und fast 670 Meter tief ist. Das ist ein langer Weg nach unten. Nummer 5. Feenhafte Kreise. Im trockenen Grasland der Namibwüste befindet sich Land, das mit Millionen mysteriöser, unerklärlicher, unfruchtbarer Erdscheiben bedeckt ist, die als Feenkreise bekannt sind. Jedes kreisförmige Fleckchen Erde, das völlig frei vom Pflanzenleben ist, kann zwischen 2 und 6 Metern groß sein, und von oben betrachtet sieht es aus, als hätten riesige Motten den Boden gefressen. Niemand wusste mit Sicherheit, warum diese seltsamen Formationen existieren, aber während heftiger Debatten zwischen Experten, die das seltsame Phänomen erklären wollten, wurden mehrere Theorien vorgeschlagen. Einige glaubten, die Kreise seien das Ergebnis von Termitenkolonien, da die Insekten die Erde porös machen, um ein permanentes Regenwasserreservoir etwa 50 cm unter der Erde zu schaffen. Aber das erklärt nicht die überraschende, wabenartige Regelmäßigkeit der Kreise. Eine andere Theorie legt nahe, dass die Feenkreise das Ergebnis eines Rasenkrieges zwischen einheimischen Pflanzen sind, die ihren Nachbarn helfen, indem sie Schatten spenden und das Wasser an der Oberfläche halten, die weiter entfernten aber daran hindern, Wasser aus dem Boden zu entziehen, indem sie lange Wurzeln bilden. Überraschende neue Forschungen der Universität Princeton haben herausgefunden, dass diese Miniatur-Kornkreise in Wirklichkeit das Ergebnis der gleichzeitigen Anwendung beider vorgeschlagenen Theorien sind. Während das Nisten der Termiten für die großen Kreise verantwortlich ist, sind kleinere, 20 cm breite Formationen in der Vegetation das Ergebnis der Konkurrenz um Wasser. Nummer 4. Seismische Risse. Man vergisst leicht, wie sehr sich die Erde unter unseren Füßen seit der Entstehung der Menschheit verändert hat. Und es wird immer wahrscheinlicher, dass die Welt, wie wir sie heute kennen, die gleiche bleiben wird. Im Jahr 2005 bildete sich in Äthiopien innerhalb weniger Tage ein massiver seismischer Riss von 56 Kilometern Länge, der die Landschaft zerriss und die Wissenschaftler verblüfft zurückließ. Es wurde kein Erdbeben registriert, um den gewaltigen Riss zu erklären, aber sein plötzliches Auftreten wurde mit einem früheren Ausbruch des nahegelegenen Vulkans Dabahu in Verbindung gebracht. Obwohl Meeresbodenkrater auf ähnliche Weise durch das Eindringen von Magma in einen Riss entstehen, war den Forschern nicht bewusst, dass vulkanische Grenzen, wie die afrikanische und arabische Platte, die in Äthiopien aufeinandertreffen, plötzlich auf diese Weise reißen können. Man geht nun davon aus, dass der 6 Meter breite Riss ein frühes Anzeichen für einen völlig neuen Ozean ist, der das Rote Meer innerhalb der nächsten Millionen Jahre schließlich verschlucken wird. Im Oktober 2011 tauchte in der Nähe von Birch Creek auf der antiseismischen oberen
Halbinsel von Michigan ein weitiger riesiger Riss auf, der sich in einer Tiefe von etwa 110 Metern um 1,5 Meter erstreckte, nachdem Anwohner berichteten, einen lauten Knall gehört zu haben. Das klaffende Zickzack führte zu einer seltsamen Umwälzung des Waldlandes, da es die Bäume von ihren Wurzeln trennte, nachdem ein Kalksteinfelsen gewaltsam nach oben gehoben wurde, um die darüberliegende Tonschicht zu verdrängen. Da der Klimawandel zunimmt, ist es wahrscheinlich, dass geologische Anomalien wie diese immer häufiger auftreten könnten. Nummer 3. Explodierende Methankrater. Am Morgen des 28. Juni 2017 berichteten Rentierjäger in der Nähe des nördlich gelegenen Dorfes Sejaka in Sibirien von einem lauten Dröhnen, gefolgt von einer Feuer- und Rauchwolke. Untersuchende Wissenschaftler entdeckten einen riesigen Krater, der frisch in das Flussufer geweht worden war, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen hatten, worauf im Juli ein zweiter dieser Art im Tumen-Gebiet folgte. Die mysteriöse Ursache für diese explodierenden Krater ist wahrscheinlich eine Folge des Schmelzens des Permafrosts, durch das organische Materie wie tote Pflanzen oder Tiere, die im Sediment konserviert waren, plötzlich zersetzt wird und dabei genügend Methangas freigesetzt wird, um die Erde zu durchsprengen. Da sich die Arktis mit alarmierenden neuen Raten erwärmt, reicht das Tauwetter des Permafrosts in jedem Frühjahr tiefer als je zuvor, sodass alles, was unten eingeschlossen ist, entzündbare Gase freisetzt. Eine neue Studie ergab, dass sich auf dem arktischen Meeresboden vor etwa 11.600 Jahren, als sich die Eisdecke zurückzog, etwa 100 Krater dieser Art bildeten, die die unter ihnen eingeschlossenen gefrorenen Methanhügel destabilisierten. Wissenschaftler, die diese triefenden Methanlöcher in der sibirischen Tundra untersuchen, haben angedeutet, dass es sich dabei möglicherweise nicht um isolierte Beispiele handelt, da sich der Globus weiter erwärmt. Sollte die Vorstellung, dass die Erde um uns herum plötzlich zu explodieren beginnen könnte, nicht ausreichen, um unsere schädlichen Umweltgewohnheiten zu ändern? Nummer 2. Treibsand. Jeder hat das Bild eines unerschrockenen Forschers im Kopf, der auf einer Wanderung durch die Wüste im tödlichen Treibsand stecken bleibt, aber dieses bizarre Naturphänomen ist weitaus vielseitiger, als du vielleicht denkst. Treibsand kann so ziemlich überall auf der Welt vorkommen, wo der Boden überschüssiges Wasser enthalten kann, am wahrscheinlichsten in der Nähe eines Gewässers oder in sumpfigem Gebiet. Wenn Sand, Ton oder Schluff mit Wasser übersättigt wird und bewegt wird, verringert sich die Reibung zwischen zwei benachbarten Sandpartikeln, wodurch ein verflüssigter Boden entsteht, der kein Gewicht mehr tragen kann. Die Oberfläche kann für eine gewisse Zeit fest oder sogar hüpfend erscheinen, aber bei ausreichender kinetischer Beanspruchung wird der Boden schließlich unter Druck in alle Richtungen verschoben. Das tragende Objekt wird verschluckt. Da der menschliche Körper weniger dicht als Treibsand ist, ist es unmöglich zu ertrinken, es sei denn, man landet mit dem Gesicht voran in ihm, aber es ist wichtig, ruhig zu bleiben, um sich über Wasser zu halten, damit man nicht weiter hineingesogen wird. Es mag verdammt lustig aussehen, mit ihm zu spielen, aber dieses Naturphänomen genießt man wahrscheinlich am besten aus der Ferne. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nummer 1. Rasenblasen. Die meisten Menschen haben einen Rasen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du so etwas jemals in deinem eigenen Garten erlebt hast. Diese unglaublich befriedigenden Grasblasen sind offiziell als Rasenblasen bekannt. Sie entstehen, wenn sich unter der Rasenoberfläche eine Tasche mit eingeschlossenem Wasser bildet, normalerweise zwischen Plastik-Rasenfolie und dem Rasen selbst. Dies ist in der Regel eine Folge von angesammelten starken Regenfällen oder einem geplatzten unterirdischen Rohr, obwohl in Polarregionen wie Sibirien, wo vor kurzem über 15 Rasenblasen auf der abgelegenen Insel Beli berichtet wurden, schmelzender Permafrost und die Freisetzung von Methan einen ähnlichen Effekt haben können. Obwohl einige isländische Rasenblasen registriert wurden, treten die meisten auf Golfplätzen auf und der Grey Wolf Platz in Kanada berichtete sogar von einer Rasenblase, die an ihrem Höhepunkt 18 cm hoch war und durch ein gebrochenes Rohr im Fairway verursacht wurde. Wenn möglich, sollten diese überbefriedigenden unterirdischen Blasen an einer leicht zu reparierenden Stelle sicher abgelassen werden, um zu verhindern, dass der Boden selbst durchnässt wird. Aber wenn du nicht in einem Gebiet mit ausgedehnten widrigen Wetterbedingungen lebst, ist es unwahrscheinlich, dass du jemals eine solche Stelle selbst sehen wirst. Irgendwie möchte ich mir jetzt ein paar Pickel-Ausdrück-Videos ansehen. Welches dieser seltsamen Naturphänomene hat dich am meisten überrascht? Hast du schon einmal nüchtern gesehen, wie sich die Erde auf mysteriöse Weise bewegt? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen.